Also ich habe noch nie Rechtsradikale gewählt. Ich werde keine Rechtsradikalen wählen und schon gar nicht als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ich kenne in meiner Fraktion niemanden, der Rechtsradikale wählt. Ich gehe auch davon aus, dass die SPD sie nicht wählt. Und ich gehe auch davon aus, dass sie heute nicht gewählt wird. Ich werde auf keinen Fall die AfD-Kandidatin zur Vizepräsidentin des Bundestages wählen, denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren und zu unterstützen. Und die AfD steht für die Relativierung der Verbrechen in der Nazizeit. Und ich kenne auch niemanden in meiner Fraktion, der sie wählen wird. Also ich werde Frau Harder-Kühnel wählen. Der AfD steht nach der Geschäftsordnung ein Platz im Präsidium zu. Und nun ist es sicherlich so, dass man kein Fan sein muss von Frau Harder-Kühnel. Und das bin ich auch nicht. Aber das gilt auch für politische Positionen, die ich mit Claudia Roth und anderen nicht teile. Und ich finde, es gehört hier zu den parlamentarischen Usancen, dass man jetzt dann auch mitwählt. Allerdings ist das auch eine Entscheidung, die durchaus unterschiedlich gesehen wird innerhalb unserer Fraktion. Ich jedenfalls werde Frau Harder-Kühnel wählen und das heißt dann aber auch, dass wir von der AfD vice versa dann auch erwarten, dass sie sich hier an die parlamentarischen Spielregeln halten. Denn das kann jetzt kein Freifahrtschein sein. Es kann nicht sein, dass man von uns erwartet, dass wir uns an die Spielregeln halten und die AfD dann eben sich selbst nicht dran hält. Das muss dann schon jetzt auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich werde die Vizekandidatin der AfD heute nicht wählen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, die AfD steht auch für eine rassistische, für eine antisemitische und ich finde auch für eine antidemokratische Haltung. Und ich finde, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages muss ja auch die Würde des Hauses wahren. Und ich sehe das einfach in einem krassen Widerspruch. Und deswegen komme ich zum Ergebnis: Not my president. Ich werde die Kandidatin der AfD für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin nicht wählen. Mich stört massiv, dass so getan wird, als gäbe es rechtlich gar keine andere Möglichkeit, als die Dame zu wählen. Richtig ist, dass die AfD einen Anspruch hat aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auf einen Vizepräsidenten im Präsidium des Deutschen Bundestages. Aber ich habe als Abgeordneter auch ein Recht aus Artikel 38 des Grundgesetzes, das freie Mandat. Die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, die müssen gewählt werden. Und ich halte es nicht für richtig, dass die AfD, eine Partei, die hier den ganzen Betrieb verächtlich macht, sich lustig macht übers Parlament, das alles in den Dreck zieht hier, jetzt auch noch belohnt wird mit einem Vizepräsidenten. Und deswegen werde ich mit Nein stimmen. Und ich kenne viele in meiner Fraktion der FDP, die auch mit Nein stimmen werden. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die zu einer anderen Überzeugung kommen. Davor habe ich großen Respekt. Keiner macht sich das leicht. Aber ich persönlich komme zu dem Ergebnis, dass ich mit Nein stimmen werde. In der Gesamtheit kann man nicht abschätzen, wie viele Kolleginnen und Kollegen das wie machen werden. Ist ja eine geheime Wahl.